Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Heute, am letzten Tag des Monats Juli 2018, habe ich mich abends hier eingefunden, um die letzte Lesung, geplant dann doch zu machen, von dem Buch oder von dem Heftchen Die Jesuiten und das Deutsche Reich, zeitgemäßes von Arthur Böttling, um dieses nach der jetzt fünften Lesung dann zum Abschluss zu bringen, da wir nur noch knapp 4,5 Seiten zu lesen haben. Denke ich, müsste das ja wohl in einer knappen Stunde zu schaffen sein. Aber wenn der Inhalt es gebietet, sich da länger mit zu beschäftigen, dann ist das so und dann wird es halt noch einen sechsten Teil geben. Aber ich denke, wir kommen so hin mit diesen Teilen, die wir jetzt lesen müssen. Wir hatten letztes Mal aufgehört zu lesen, unten auf der Seite 27 über den Simplicissimus und der hier zitiert wird, mehr oder weniger. Und nicht jeder weiß, was der Simplicissimus ist. Also habe ich das mal eben rausgesucht und das ist der Simplicissimus ist oder war eine satirische Wochenzeitschrift, die von 1896 bis 1944 erschien. Die Redaktion hatte ihren Sitz in München und die Zeitschrift zielte auf die wilhelminische Politik, also die Politik des Kaisers, die bürgerliche Moral, die Kirchen, die Beamten, Juristen und das Militär. Wer da mehr darüber wissen will, der kann Simplicissimus ganz einfach googeln und kann sich das anschauen. Und ein Bild von diesem Heft, das hier von Wikipedia genommen ist, werde ich dann auch in das Video hier einarbeiten. Wir hatten also aufgehört zu lesen, wo der Autor sagt, der Simplicissimus hat wahrlich nicht Unrecht gehabt, als er witzig bemerkte, Zitat, die Jesuiten und ihre Vorkämpfer schlagen so viel Lärm über das Jesuitengesetz, nur um nicht merken zu lassen, wie die Ausgewiesenen längst im Reiche drinnen sind. Schmeißt sie vorne offiziell raus und hinten kommen sie heimlich still und leise wieder rein. Wie soll es auch anders sein, wenn man bedenkt, dass seit dem Vatikanum, also hiermit ist das erste Vatikanische Konzil von 1870 gemeint, auch die römisch-katholische Weltgeistlichkeit sich mit den Jesuiten so gut wie vorbehaltlos identifiziert. Wird dieselbe doch nach ihren Grundsätzen von ihnen selbst in geschlossenen Konvikten und Seminarien erzogen? Alles das unter den Auspizien, dem Schutze und mit den Geldmitteln des Staates, auf dessen Vernichtung es abgesehen ist. Wie man immer so schön behauptet, wir graben unser eigenes Grab. Ja, genau das ist damit hier in diesem Fall gemeint. Wir graben unser eigenes Grab. Ja, das war damals schon so. Wir hatten ja vorher bereits gelesen, wie sie dafür gesorgt haben, dass die Deutschen mit der Wurzel ausgerottet werden sollen, dadurch, dass man Martin Luther diskreditiert. Na? Jetzt versteht ihr vielleicht auch die Wichtigkeit meiner Abspielliste Luther 2017, in der genau das hervorkommt, diese ständigen Anfälle auf Martin Luther, um dafür zu sorgen, dass damit die ganze Geisteskultur der Deutschen vernichtet wird. Eine Aufgabe der Jesuiten, die sich dazu verpflichtet haben, den Protestantismus auf dieser Welt auszurotten. Nun, der Autor fährt fort und sagt, die Lage ist in der Tat bereits eine so finstere, alles bedrückende, dass man nur zu wohl begreift, wie die wenigsten noch die Möglichkeit einer Abhilfe erkennen, die Hoffnung zu nähren wagen, dass die Sonne wieder durchbreche. Ha, die Kleingläubigen! Hat nicht der eine Luther, der abgehärmte Augustinermönch in der Kutte, der einfache Bauernsohn, durch seine Gewissenstat in Worms die ganze römische mit dem deutschen Kaisertum verbundene Papstwelt aus den Angeln gehoben? Erleben wir nicht zurzeit Ähnliches im benachbarten Frankreich? Was ist der Justizmord des Elsässer, zwischen Anführungszeichen Juden Dreifuß, anderes als ein höchster Trumpf des Jesuitismus gewesen? Und ihr erinnert euch alle noch an meine Lesung über die Dreyfus-Affäre in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Da gehe ich mal von aus. Und falls das nicht so ist, dann solltet ihr euch die Abspielliste, sicher die Videos, die den Titel der Dreyfus-Affäre haben,
und sich das einmal anschauen. Das Ende des 19. Jahrhunderts war eine sehr, sehr wichtige Zeit. Der Beginn des Antisemitismus, die Dreyfus-Affäre, die Affäre von Leo Taxil, der Beginn des Zionismus von Herzl, ja, der Beginn dafür zu sorgen, einen Staat zu fordern für die Juden, damit die unvollendete 70. Jahrwoche von Daniel, so wie die römisch-katholische Kirche sie interpretiert, wieder gespielt werden kann. Obwohl Jesus Christus eben diese 70. Jahrwoche aus Daniels Prophezeiung aus Kapitel 9, Verse 4 bis 27 vor 2000 Jahren komplett erfüllt hat. Das ging damals los. Und die Jesuiten planen immer 100 bis 150 Jahre im Voraus ihre Aktion. Jetzt schaut euch mal das Ende des 19. Jahrhunderts ab 1880, 1890 an, was da alles passierte, welche Planungen da alle durchgezogen wurden, und rechnet da 150 Jahre drauf. Dann wisst ihr, wie unsere heute nahe Zukunft in den nächsten 20, 30 Jahren aussehen wird. Aber das versteht man nur, wenn man die Bibel gelesen und verstanden hat und wenn man Geschichte, die wahre Geschichte gelesen und verstanden hat. Und dazu soll eben auch dieses Buch hier beitragen, diese Lesung hier beitragen. Was ist der Justizmord des Elsässer Juden Dreyfus anderes als ein höchster Trumpf des Jesuitismus gewesen? Hat nicht in Anknüpfung an den Fall der Fälle die ganze der ganze Klerus mit dem Pariser Pater Dulac, des Deus ex machina, das französische Volk in einen solchen Paroxismus versetzt, dass es nur eines zweiten Boulanger bedurft hätte, um den Kriegsfall mit Deutschland zu gehen? Tja, eine gute Frage. Ja? Aber schaut euch gerne mal den 10. Teil der Lesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten an. Da wird das besprochen, was ich hier gerade eben vorgelesen habe. Und auch Pater Dulac kommt darin vor, der, wenn ich mich richtig erinnere, der Aufrichter war dieser französischen Zeitschrift, die damals diesen Rufmord an Dreyfus begangen hat. Ich komme jetzt eben auf den Namen nicht. Das müsste ich mir mal eben raussuchen hier. Ja, es war das Kapitel um die Dreyfus-Affäre in der verborgenen Geschichte der Jesuiten, wo es um den Jesuitenpater Dulac ging und die Zeitschrift La Croix. Das war der Name. Kam da eben nicht drauf, musste das nochmal eben raussuchen. Aber das kann eben passieren. Ja? Dreyfus-Affäre, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Fall in der Zeit, der ein Schneeball war, der eine Lawine ins Rollen gebracht hat. Vielleicht kann man das auch so nennen. Ja? Und was also die Pläne der Jesuiten sind für die Zukunft, ja gut, das weiß man, wenn man die futuristische Agenda des Antichristen oder die futuristische Agenda der römisch-katholischen Kirche begreift, in der eben gelehrt wird, dass jeder der Antichrist ist, außer der Papst in Rom, in der römisch-katholischen Kirche. Aber gut, fahren wir fort. Ich wiederhole nochmal eben den letzten Satz hier. Hat nicht in Anknüpfung an den Fall der Fälle die ganze Klerisei heißt das hier, also das ist halt der Klerus, mit dem Pariser Pater Dulac, der ein Jesuit war, als Deus ex machina, also Gott in der Maschine, das französische Volk in einen solchen Paroxismus versetzt, dass es nur eines zweiten Boulanger bedurft hätte, um den Kriegsfall mit Deutschland zu geben. Ja, Boulanger, von dem lesen wir hier auch in Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Habe ich ein paar Mal gerade eben den Namen überschlagen. Der steht hier auch mit drin und der hat auch eine wichtige Rolle in der Zeit der Dreyfus-Affäre gespielt. Aber das kann ich jetzt nicht alles nochmal wieder aufrollen, was ich in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten damals vorgelesen habe. Das geht natürlich auch für euch selber, sich selber rauszusuchen. Ne? Es gab ja von dem Boulanger sogar den Boulangismus. Ne? Das war eine autoritäre, nationalistische Bewegung der Konservativen, Radikalen und Bonapartisten, also Anhänger des
autoritären Herrschaftsstils der Napoleons des Ersten und des Dritten, die sich um Boulanger gesammelt hatten. Und wer dieser Boulanger war, das könnt ihr dann in dem Kapitel nachlesen, Kapitel 8, die Jesuiten und General Boulanger, die Jesuiten und die Dreyfus-Affäre in die verborgene Geschichte der Jesuiten. Aber wir fahren jetzt hier in diesem Buch mit fort und ihr könnt euch eben auch Teil 10 meiner Lesung anschauen, die verborgene Geschichte der Jesuiten, da kommt das auch drin vor. Ja? Also, dass es nur eines zweiten Boulanger bedurft hätte, um den Kriegsfall mit Deutschland zu geben, war nicht zu diesem Behuf für das russische Bündnis eingefädelt, besiegelt, feierlichst gesegnet worden? Überragt nicht bereits die Riesenkirche auf dem Montmartre, eben dort, wo Ignatius seine Kompanie gestiftet hat, Paris, als wäre dieses nur noch ein jesuitischer Fußschemel? Ja, wir sprechen über die Kirche auf dem Montmartre in Paris. Das ist die Sacré-Cœur-Kirche, also die Kirche des Heiligen Herzens, wie man das in Deutsch sagen würde. Ne? Sacré-Cœur, die steht auf dem Montmartre in Paris. Ja? Da haben damals in 1534 Ignatius Loyola und seine anderen Kumpanen, 6 waren sie in total, ihre Schwüre geleistet und eben die Kompanie de Jesus ins Leben gerufen. Überragt nicht bereits diese Riesenkirche Sacré-Cœur auf dem Montmartre, eben dort, wo Ignatius seine Kompanie gestiftet hatte in Paris, als wäre dieses nur noch ein jesuitischer Fußschemel, diese Kirche? War nicht Schwert und Weihwedel so miteinander verquickt, dass die, zwischen Anführungsstrichen, Klugen längst aus Staatsräson beigegeben hatten? War es nicht eben diese Staatsräson, die es ihnen eingab, Dreyfus, und wenn er noch so unschuldig sein sollte, auf der Teufelsinsel zu belassen? Wir erinnern uns, dass Dreyfus unschuldig auf der Teufelsinsel mehrere Jahre verbracht hat. Ja? Nicht vergessen, da steht alles in der Lesung da drin. Da fand sich ein Picard, Oberst in dem von Jesuitenpater Dulac beherrschten Generalstabe, der kirchlichen und militärischen Hierarchie zum Trotze sein Gewissen nicht ersticken ließ. So einer fand sich damals. Und heute? Der Fall der Fälle hat nicht nur Minister über Minister gestürzt, sondern die Abrechnung auch mit den wahren Urhebern der ganzen Affäre heraufgeführt. Nichts beachtenswerter, als dass die ganze gut katholische Presse in deutschen Landen mitgemacht hat und bis zur Stunde noch für Dreyfus und seine Retter nur Hohn und Verwünschungen kennt. Genau wie die jesuitisch geführte Zeitung La Croix in Frankreich. Droht doch die Aufdeckung ihrer Ränke an der Seine ihnen das Spiel auch in Deutschland zu verderben. Wenn sie an der einen Seite entdeckt werden oder aufgedeckt werden, dann wird das auch sicher auf der anderen Seite passieren. Nichts beachtenswerter, fährt der Autor fort, als dass die ganze gut katholische Presse in deutschen Landen mitgemacht hat und bis zur Stunde noch für Dreyfus und seine Retter nur Hohn und Verwünschungen kennt, wie wir gerade eben gelesen hatten. Droht doch die Aufdeckung ihrer Ränke an der Seine, ihnen das Spiel auch in Deutschland zu verderben. Wenn's an der Seine auffliegt, dann fliegt's auch an der Isar auf. Um jetzt mal München zu nennen. Oder am Rhein in Köln, wie auch immer. Man rede sich nicht ein, dass es unseren deutschen Heere unmöglich so gehen könne, wie es dem französischen ergangen ist. Darf ein Generaloberst wie von Lohe sich so offenkundig als Bannerträger des Vatikan auftreten, so muss der Boden für eine entsprechende Klerikalisierung in der obersten Schicht des Heeres bereits weit vorbereitet sein. Ja? Also das Heer, das Militär, ist gespickt mit Jesuiten, mit anderen Worten. Und zwar dem Klerus, ja? Den geistlichen Jesuiten. Aber ein Jesuit nimmt ja jede Form an wie ein Chamäleon. Also, den Satz habe ich nicht ganz so gut vorgelesen. Nochmal dann.
Darf ein Generaloberst wie von Loewe so offenkundig als Bannerträger des Vatikan auftreten, so muss der Boden für eine entsprechende Klerikalisierung in der obersten Schicht des Heeres bereits weit vorbereitet sein. Wenn der das machen kann, wenn der so offen auftreten kann, als Bannerträger des Vatikan, also für den Vatikan eintreten kann, ein Generaloberst, dann ist die ganze Führungsschicht des Militärs wahrscheinlich schon komplett unterwandert. Das sagt uns der Autor hier. Schicke mir doch einen Jesuitenschwärmer. Als er von meiner Warnung in Bezug auf das Heer hörte und wie ich dafür halte, dass die Jesuitenmissionen in erster Linie uns den chinesischen Feldzug eingebrockt haben. Ein Zeitungsblatt mit einem Gruppenbilde von deutschen Offizieren in Kiaochau, zwischen denen zwei Jesuitenpater sitzen, ungefähr wie zwei asiatische Prinzen umringt von einer europäischen Leibgarde. Dass selbst kommandierende Generäle einem Erzbischof aufzuwarten und die Truppe dem römischen Kirchenfürsten Spalier zu bilden hat, ist auch im Preußischen bereits hergebracht. Wer will da noch die Grenze zwischen der Kompanie Jesu und dem deutschen Volksheere klar ziehen, wenn die so miteinander verwoben sind, ja, dass hier also sogar das Heer bereits Spalier steht für einen Erzbischof. Erinnert euch an meine Lesung, die ja jetzt wahrscheinlich inzwischen abgelaufen ist, hochgeladen ist, auf meinem ersten Kanal von Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und alles, was damals mit Adolf Hitler und der römischen Kirche passiert ist. Ja? Wir lesen hier ein Buch von 1903. Das heißt ja, dass es damals auch nicht viel anders war. Ne? Das muss man sich dann doch mal eben in Erinnerung rufen. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Und das, was damals schon eingeleitet war und Anfang des 20. Jahrhunderts hier von dem Autor angeprangert wird, dass selbst kommandierende Generäle einem Erzbischof aufzuwarten und die Truppe dem römischen Kirchenfürsten Spalier zu bilden hat, ist im Preußischen bereits hergebracht, das haben wir dann auch im Dritten Reich gesehen. Ja? Das ja 30 Jahre nach Veröffentlichung dieses Heftes ankam. Und ihr erinnert euch an die Bilder, wo zum Beispiel der Nunzio von Deutschland damals, der Eugenio Pacelli, ja auch durch dieses Spalier ging. Da gibt es also in diesem Einleitungsfilm, in dem Einleitungsfilm von den Videos von Hinter den Diktatoren, da ist das doch zu sehen, ja? Wie der mehr oder weniger geschützt von dem Militär da durchläuft. Wie kann man noch eine klare Grenze ziehen zwischen der Gesellschaft Jesu und dem deutschen Volksheere, wenn die so miteinander verwoben sind? Interessante Frage. Nun, gewiss ist mit Polizeimaßregeln und Verboten aller Art gegen solchen Feind nicht anzukommen. Selbst ein noch so verschärftes Jesuitengesetz wird wenig mehr sein als ein Wegweiser, eine Warnungstafel. Hier gilt es, die Sonde weit tiefer einzusetzen. Soll unser auf Geistes- und Gewissensfreiheit gestelltes Staatswesen sich dieser seiner Todfeinde erwehren, so muss es vor allem damit beginnen, ihnen die Schule wieder zu entreißen, und zwar von der Volksschule bis zur Hochschule hinan. Von Grund aus und ohne Vorbehalt. Mit anderen Worten, der Autor plädiert hier für ein Ende des Lernens gegen des Lernens der Medici-Lehrmethode, die von den Jesuiten indoktriniert wird in alle Schullehranstalten, seit sie aufgerichtet wurden. Ja? Es ist ja heute immer noch, was die Leute so denken von, gib deinen Kindern eine gute Ausbildung, dann schick sie auf eine Jesuitenschule. Ja, für dieses System ja. Aber im Sinne von Gott und der Bibel ausgebildet zu werden, ein absoluter Grauen. Und deswegen schlägt er hier bereits vor, wir müssen die Tiefe so weit einsetzen, dass wir sagen, wir müssen, wenn wir unsere Geistes- und Gewissensfreiheit als unser wichtiges Staatswesen retten wollen, wenn wir unsere Geistes- und Gewissensfreiheit vor unseren Todfeinden retten wollen, dann müssen wir die Schule den Jesuiten entreißen, und zwar von Anfang an, vom kleinsten Schulalter
bis zum Größten, von der Volksschule bis zur Universität, ohne Grund und ohne Vorbehalt. Jene Schule, die, wie Bischof Corum in der römischen Bischofsstadt an der Mosel, also das wird dann wohl Trier sein, so zur rechten Stunde an den Tag gelegt hat, in den überwiegend römisch-katholischen Gegenden von dem preußischen zu zwei Dritteln protestantischen Staatswesen ihnen bereits so weit ausgeliefert ist, dass es vollständiger kaum geschehen kann. So dürfen wir nicht ruhen, als bis die römisch-katholischen Geistlichen bei offener Tür unter staatlicher Kontrolle erzogen werden. Ja, das muss man machen. Wir dürfen nicht ruhen, bis die römisch-katholischen Geistlichen bei offener Tür, also nicht im Geheimen, ja, bei offener Tür unter staatlicher Kontrolle erzogen werden. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass wir akzeptieren, was die römisch-katholische Kirche fordert, unter anderem auch durch ihr Konkordat, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht steht. Hier müssen wir auch mit der Ausbildung oder gerade mit der Ausbildung dafür sorgen, dass die römisch-katholischen Geistlichen, wenn sie überhaupt ausgebildet werden, das unter staatlicher Kontrolle passiert. Als bis Beichtstuhl und Kanzel aufhören. Das ist jetzt ein wenig merkwürdig formuliert, aber ich lese es jetzt mal so, wie es hier steht. Als bis Beichtstuhl und Kanzel aufhören, politische Institute zu sein, der Seelsorger, der im Dienste der Kirche aufgeht, den Staat Staat sein lässt. Als bis wir wieder alle Bürger eines Staates, des Deutschen Reiches sind und nicht zugleich Bürger des päpstlichen Rom. Ein ganz wichtiger Punkt. Also die Formulierung als bis ist natürlich sehr alt, aber es geht ja auch um ein Papier aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich lese es nochmal. Wenn man das sich ein bisschen daran gewöhnt, dann klingt das normal, zwischen Anführungszeichen. Als bis wir wieder alle Bürger eines Staates, des Deutschen Reiches sind und nicht zugleich auch noch Bürger des päpstlichen Rom. Als bis kein Römer oder Römling in deutschen Dingen mitzusprechen hat. Deutsche sprechen über deutsche Dinge und nicht Römer. Als bis mit anderen Worten für die Jünger Loyolas in deutschen Herzen kein Platz und damit auch in deutschen Landen kein Raum mehr übrig ist. Solange die Jesuiten in Deutschland auch nur irgendetwas zu sagen haben, wird Deutschland niemals frei sein und kann es seine Geistes- und Gewissensfreiheit an den Nagel hängen. Oder muss es seine Geistes- und Gewissensfreiheit an den Nagel hängen. Genauso wie wenn man heute in eine Kirche geht, man am Anfang, wenn man reinkommt, erstmal sein Gehirn abgibt und auch seine Gewissensfreiheit abgibt. Und seine Bibel abgibt. Das hat alles in der Kirche nichts zu suchen. Da muss man dann reingehen lassen und sich indoktrinieren lassen. Um dieses zu erreichen, schlägt der Autor jetzt hier fort, uns wieder selber anzugehören, erscheint keine Maßregel zu durchgreifend. Die Römer, diese Staatsbildner ohnegleichen, duldeten alles eher als geheime Gesellschaften, vollends politische Verschwörungen unter religiösem Deckmantel. Auf diese stand im alten Rom übrigens Todesstrafe, welche Strafe das päpstliche Rom allerdings schon über jeden verhängt, der im Papstkönige nicht den Stellvertreter Gottes anerkennt, dem er sein Seelenheil blindlings anzuvertrauen und den Fuß zu küssen hat. Ein ganz wichtiger Satz, was ich gerade vorgelesen habe. Warum? Im alten, also heidnischen Rom, stand Todesstrafe darunter, ja, wenn man, wie hier steht, diese Staatsdiener alles in Geheimgesellschaften gegründet haben, also im alten Rom in Geheimgesellschaften sich zu verschwören gegen den Staat, das ist damals eine todesstrafewürdige Verbrechen gewesen. Auf diese stand im alten Rom die Todesstrafe, sagt der Autor, welche das päpstliche Rom allerdings schon über jeden verhängt, der im Papstkönige, also im Papst, nicht den Stellvertreter Gottes anerkennt,
dem er sein Seelenheil blindelings anzuvertrauen hat und den Fuß zu küssen hat. Also, die römisch-katholische Kirche verhängt das Todesurteil über einen jeden, der im Papst nicht den Stellvertreter Gottes erkennt, der also sich nicht dem römisch-katholischen Dogma unterwirft, dass der Papst der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist. Wenn ich das nicht akzeptiere, dann bin ich nämlich, das kann man nachlesen in den Annalen des Konzils von Trient, das immer noch gültig ist bei den 125 Verfluchungen, dann bin ich verflucht, dann bin ich gebannt, dann kriege ich den Kirchenbann auf mich, dann werde ich exkommuniziert, dann werde ich aus der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen. Wo hier der Autor sagt, dem er sein Seelenheil blindelings anzuvertrauen hat, denn Papst Boniface VIII. Sagte in 1302 in seiner Bulle Unam Sanctam, dass es absolut notwendig ist für die Erlösung einer jeglichen menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiffs zu sein. Wenn ich aber exkommuniziert bin, dann habe ich mein Seelenheil außerhalb der römisch-katholischen Kirche und damit habe ich es verwirkt. Und außerdem muss ich dem Papst auch in Ehrerbietung den Fuß küssen. Diejenigen, welche heute noch, siehe Pater de Luca, gibt er hier als Beispiel an, für den Ketzer, also für alle nicht römisch-katholischen, die Todesstrafe verlangen, haben keinen Grund, sich über Strenge zu beklagen. Gar, wenn ein Jesuit mit seinem Kadavergehorsam, mit eben sehen hier, mit Freiheit, Wahrheit und Recht um sich wirft, was ist das anderes als gotteslästerliche Bauernfängerei? Das ist doch mal eine gute Frage. Was ist das anders als lästerliche Bauernfängerei, wenn ein Jesuit mit seinem Kadavergehorsam Freiheit, Wahrheit und Recht um sich wirft? Welche Wahrheit, Freiheit und Recht hat denn ein Jesuit, der sich dem Kadavergehorsam so zugeschrieben hat, dass er kein eigenes Gewissen hat? Dass er wie ein Stock in den Händen eines alten Mannes ist, der keinen eigenen Willen mehr hat, der kein eigenes Gewissen mehr hat, der nur das tut, was sein Vorgesetzter ihm befiehlt. Das ist die Frage, die der Autor hier aufwirft. Das kann doch nicht. Wie kann man mit solchen Leuten in einem Staat, der Frieden sucht, zusammenarbeiten? Duldung hat nur Sinn, wenn solche auf Gegenseitigkeit beruht. Also, ich kann doch den Jesuiten, der nur die Treue an den Papst und seinen Vorgesetzten in Rom schwört, nur in meinem Land dulden, wenn er auch mich in meinem Land und mit meiner Autorität oder mit meiner Treue an mein Land und mit meinem Versprechen meiner Regierung zu folgen, also Nationalismus, Patriotismus, wenn er mir das auch duldet. Ja? Duldung hat nur Sinn, wenn solche auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist wie mit Vertrauen. Ja? Das ist eine Straße mit Gegenverkehr. Ich kann nur einem vertrauen, der mir auch vertraut. Ich kann nur einen dulden, der mich auch duldet. Wenn ich einen dulde und der will mich auslöschen, hallo? Und genau das ist es, was die Jesuiten wollen. Die Jesuiten wollen uns auslöschen, das haben sie geschworen. Lest nochmal den Eid der Jesuiten. Duldung hat nur Sinn, wenn solche auf Gegenseitigkeit beruht, sagt der Autor. Und er hat vollkommen recht. Die Duldung, welche die Jünger Loyolas und ihre Nachtreter fordern, aber ist nichts als die Duldung, welche der Wolf beansprucht vom Schafe, welches er fressen will. Wenn ein Wolf zu mir in die Stube dringt und meine Kinder bedroht, stelle ich mich nicht hin und rufe, ich gehöre zum Tierschutzverein, sondern ich übe mein Hausrecht. Ja? Wenn ein Wolf zu mir in die Stube dringt und meine Kinder bedroht, dann stelle ich mich nicht hin und sage, ich tue dem Wolf nichts. Nein, dann übe ich mein Hausrecht und beschütze meine Kinder. Haben wir es nicht von Ignatius selbst zu hören bekommen, wie seine Pioniere nicht einschmeichelnd und wohlwollend genug auftreten sollen, bis sie in der Macht sind? Dieser Taktik verdanken es die Jesuiten, dass sie von so vielen für verleumdet und unschuldig, ja sogar für wahre Engel gehalten werden.
Wie viele haben Muße und Gelegenheit, deren Organisation und Geschichte selbst zu studieren oder auch nur nachzulesen? Ja? Die Leute, die meinen, dass die Jesuiten nur verleumdet werden, zum Beispiel durch Lesungen wie diese oder durch die ganze Arbeit auf meinem Kanal, und dass die Jesuiten im Grunde vollständig unschuldig sind, weil sie sind ja solche Engel, sie sind ja so gut, sie gehen ja in die Krankenhäuser und sorgen für die Kranken und sie gehen in die armen Regionen und sie sorgen für die Armen und sie richten Suppenküchen ein und was weiß ich alles, die Jesuiten sind so tolle Leute. Ja, wenn man nur das Äußere sieht, dann ist das richtig. Aber ich sage immer, Rattengift schmeckt auch sehr lecker. Darum esse ich es noch nicht. Weil das Äußere ist vielleicht lecker oder gut, aber das Innere bringt mich zum Schluss um. Und die Jesuiten sind im Grunde nichts anderes als Rattengift in unserer Nahrung. Ja? Wenn ein Wolf zu mir in die Stube dringt und meine Kinder bedroht, dann stelle ich mich nicht hin und rufe, ich gehöre zum Tierschutzverein. Nein, dann übe ich mein Hausrecht. Haben wir es nicht von Ignatius selbst zu hören bekommen, wie seine Pioniere nicht einschmeichelnd und wohlwollend genug auftreten sollen, bis sie an der Macht sind? Das ist, wie die römisch-katholische Kirche sich immer verhält. Wenn sie in der Unterzahl ist, dann ist sie wohlwollend, ganz ruhig, ganz friedliebend. Aber wenn sie in der Überzahl ist, dann ist sie ein brüllender Löwe oder ein reißender Wolf im Hühnerstall oder Schafsgatter oder wo auch immer. Ja? Haben wir es nicht von Ignatius selbst zu hören bekommen, wie seine Pioniere nicht einschmeichelnd und wohlwollend genug auftreten sollen, bis sie an der Macht sind? Dieser Taktik verdanken es die Jesuiten, dass sie von so vielen für verleumdet und unschuldig, sogar für wahre Engel gehalten wurden. Wie viele haben Muße und Gelegenheit, deren Organisation und Geschichte selbst zu studieren oder auch nur nachzulesen? Wohl haben sie es als Aushängeschild sich des hehrsten Namens bemächtigt. Was aber haben sie aus demselben Namen gemacht? Du bist ein Jesuit. Gibt es für das Ohr eines deutschen Mannes, der noch weiß, was Natur und Wahrheit ist, der noch nicht von ihnen hypnotisiert ist, ein empfindlicheres Schimpfwort, als zu sagen, du bist ein Jesuit? Auch im so gründlich von ihnen katholisierten Frankreich hat ihr Name keinen besseren Klang. Ich fragte einmal einen Vollblut-Pariser, wie es damit sei. Zur Antwort gab er mir folgende Erzählung. Zwei höhere Angestellte an der berühmten Porzellanfabrik zu Sèvres an der Seine waren einander in die Haare geraten. Der eine rief im Paroxysmus seiner Wut dem anderen zu, »Sie sind ein Jesuit!« Die Antwort war eine schallende Ohrfeige. Die Angelegenheit kam vor Gericht. Als der Richter den Ohrfeiger fragte, wieso er sich beleidigt erwachte, wenn man ihn einen Jesuiten heiße, mussten zwei starke Männer ihn halten, damit er den Richter nicht auch noch ohrfeigte. Und in Rom selbst? Die Gasse, an welche ihr Kollegium liegt, heißt die Windgasse. Der Volksmund aber meint, diese habe ihren Namen erhalten, indem vor Jahr und Tag der Teufel mit dem Winde Arm in Arm in derselben spazierte, vor dem Jesuitenheim stehen blieb und den Wind auf ihn zu warten aufforderte, jedoch aus dem Hause nie wieder herausgekommen ist. Seither schweife der Wind alleine durch die Gasse. Wenn je, so dann in diesem Falle der Spruch. Vox populi, vox Dei. Das steht für Volkesstimme, vox populi, Volkesstimme, Vox Dei, Gottes Stimme. Geltung beanspruchen. Dieses vernichtende Urteil aus der Erfahrung heraus entspricht nur zu gut dem Urteil, das jeder fällen muss, welcher die Grundsätze des Jesuitenordens kennt. Und dafür, dass wir diese Grundsätze des Jesuitenordens kennenlernen und ihre Werkweise kennenlernen,
da habe ich mich mit meiner Arbeit auf meinem YouTube-Kanal zu verschrieben. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Was haben sie aus Spanien? Was haben sie aus Portugal und deren Kolonien gemacht? Hätten die ausgezogenen Völker nicht auch dort wiederholt mit ihnen aufgeräumt, ohne sie indes ausrotten zu können, würde es noch schlimmer mit diesen Völkern heutzutage stehen? Wohl pflegen ihre Verteidiger einzuwenden, der jesuitische Musterstaat ist Paraguay. Schon recht. Die diesen jesuitischen Indianerstaat gelobt haben, haben nachweislich von demselben nur die Berichte der Jesuiten selber gekannt. So ist das eben. Wenn ich nur die Geschichtsschreibung der Jesuiten selber kenne, dann ist alles eitel Sonnenschein. Friede, Freude, Eierkuchen. Über nichts warten die Jesuiten eifriger als darob, dass kein Europäer ihren Musterstaat in Paraguay damals mit eigenen Augen sehe. Selbst den visitierenden Bischöfen wussten sie den Einblick vorzuenthalten. Mit gutem Grunde. Wohl hatten sie die sonst wild einherschweifenden Indianer sesshaft gemacht und ihnen allerhand Handwerke beigebracht. Allein nur indem sie dieselben zu der denkbar willenlosesten Sklavenherde erzogen. Sie durften nicht nur keine geistige Schulung empfangen, sondern auch nicht das geringste besitzen. Ihre Herren und Gebieter verfügten über sie wie über eine Viehherde. So, alles, was ich hier vorgelesen habe, könnt ihr nochmal nachschauen in den Lesungen des ersten Bandes von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten. Da haben wir ausführlich und sehr tiefgehend über die über den Jesuitenstaat in Paraguay im 16. und 17. Jahrhundert gesprochen. Schaut euch das nochmal an. Das ist genau das, was der Autor hier auch nochmal ankreidet. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, und da wusste er schon, ich sag mal ganz hart so wie es ist, kein Schwein mehr. Die Guarani, so wie die Einwohner Paraguay damals hießen, durften nicht nur keine geistige Schulung empfangen, sondern auch nicht das geringste besitzen. Deswegen nennt man die Reduktion von Paraguay als den Anfang des Kommunismus. Wo die Jesuiten den Kommunismus ausprobiert haben, die sie dann später in Russland oder in der Sowjetunion, um das politisch korrekt auszudrücken, eingeführt haben. Ja? Ihre Herren und Gebieter, die Jesuiten, verfügten über die Guarani, wie sie über eine Viehherde verfügten. Eine Handvoll portugiesischer Soldaten hat dann auch schließlich genügt, den ganzen Wunderbau wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen zu machen. Eben an diesem Musterstaate, Paraguay, erkennt man am greifbarsten, wie die Jünger Loyolas, wenn sie ihr Ideal erfüllen wollen, den Menschen als Tier behandeln müssen. Genau wie es ihr großer Leines, der Nachfolger des Ignatius im Generalat, auf dem Tridentiner Konzil bereits in aller Form zu den Alten gegeben hatte. Indem Jesus zu Petrus sagt, weide meine Herde, habe er damit ausgesprochen, dass diese aus Tieren bestehe. Tiere aber hätten im Regiment nicht mitzureden. Also, mit anderen Worten, mit der Sophistik der Jesuiten muss man Jesus' Worte, wenn er zu Petrus spricht, weide meine Herde, das so verstehen, als zu sagen, dass all die Gläubigen Jesus Christus folgenden Christen nichts weiter sind als Tiere, in diesem Fall Schafe, und die Schafe hätten natürlich im Regiment nichts mitzureden. Das heißt, die haben an der Führung nicht beteiligt zu werden. Ja? Das erinnert mich so ein bisschen an den einen Ausspruch, den ich damals gelesen hatte von Russell. Ich suche das mal eben raus. Da geht es also hier um Bertrand Russell, ja, ein Philosoph, der gelebt hat zwischen 1872 und 1970. Der hier in Englisch, lese ich mal eben das Zitat vor, ich habe es hier nur in Englisch stehen, der sagt, gradually by selective breeding the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton. Also in Deutsch heißt das, langsam an, Grad für Grad, Stufe für Stufe, bisschen, bei selektiver Zucht, ja, wir werden also wie Tiere, wie Schafe gezüchtet,
werden die Unterschiede zwischen den Herrschern und den Beherrschten so weit auseinandergehen, bis sie beinahe verschiedene Spezien, Arten werden. Eine Revolte des Pöbels würde ebenso undenkbar erscheinen wie ein organisierter Aufstand der Schafe gegen die Praxis, um Schafsfleisch zu essen. Ja? Das ist, was Bertrand Russell damals geschrieben hat in seinem Buch The Impact of Science on Society, der Einfluss der Wissenschaft auf die Gesellschaft. Und da müssen wir natürlich immer verstehen, wenn solche Leute über Wissenschaft sprechen, dann sprechen sie über die falsche Wissenschaft, die von Satan eingegeben ist und nicht die wirkliche, wahre Wissenschaft. Ja? Weide meine Herde. Damit hat nach dem jesuitischen Verständnis Jesus Christus gesagt, dass diese Herde aus Tieren bestehe und diese Tiere hätten im Regiment nicht mitzureden. Sie müssten also mit anderen Worten beherrscht werden. So wie man eben auch Schafe beherrscht. Soll Deutschland wirklich ein zweites Paraguay werden? Die Frage stellt Arthur Böttling hier 1903. Und die Frage würde ich mich nicht mal trauen, heute in 2018 zu stellen, weil in 2018 ist Deutschland bereits ein zweites Paraguay geworden. Diese Frage hätten damals viele Leute hören sollen, darüber nachdenken sollen, studieren sollen, was das bedeutet und dann zu dem Schluss kommen, dass man sich nicht so gängeln lassen sollte, wie wir gegängelt wurden. Dass wir nicht irgendwelchen Führern und schon gar nicht denen in Rom blind folgen und damit in unser Verderben laufen. Ja? Soll Deutschland wirklich ein zweites Paraguay werden? Heute in 2018 ist nicht nur Deutschland ein zweites Paraguay, sondern das ganze wieder ins Leben gerufene päpstliche Römische Reich unter dem Namen der Europäischen Union ist ein zweites Paraguay. Oder sollte Deutschland auch nur noch ein zweites Polen werden, wo die Jesuiten innerhalb von 60 Jahren dafür gesorgt haben, dass der Protestantismus ausgerottet wurde und seitdem Polen eine Hochburg der Katholiken ist? Sollen anstelle Luthers Loyolas, sollen anstelle Bismarcks Windhorst und unsere Nationalhelden werden? Wie sang doch Gottfried Keller, der Schweizer anno 1843, zur Zeit, als der Sonderbund oder Jesuitenkrieg sich in seinem Heimatlande anspann, während er als deutscher Musensohn in Altheidelberg am Neckar weilte? O gutes Land, du schöne Braut, du wirst dem Teufel angetraut. Ja, weine nur, du armes Kind, vom Gotthard weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten. Sie kommen nicht nur, sie sind längst da, bis in das Herz unseres Reiches eingedrungen. Dementsprechend gilt es nicht nur zu raten, sondern auch zu Taten. Oder gibt es keine freien deutschen? Gibt es keine freien deutschen Männer mehr? Ist unser Volk bereits bis ins Mark hinein vergiftet, gelähmt, moralisch getötet? Die so harmlose Jesuitenfrage ist für uns Deutsche nachgerade eine Frage geworden um Sein oder Nichtsein. Die zwischen Anführungszeichen harmlose Jesuitenfrage ist für uns Deutsche eine Existenzfrage geworden. Wer das nicht einsieht, beweist damit nur, wie wahr es ist. Schon sind diese immer wiederkehrenden, an die 30 Mal aus den europäischen, den amerikanischen, den asiatischen Staaten ausgewiesen worden. Los wird sie nur, wer sie mit der Wurzel aushebt. Das Staatswesen, welches sie nicht unbedingt fernzuhalten vermag, ist geliefert. Die Jesuiten muss man mit der Wurzel ausheben.
Und was ist die Wurzel der Jesuiten? Die römisch-katholische Kirche. Die beiden sind unabdingbar miteinander verbunden. Und wenn ich die Jesuiten komplett vernichten will in meinem Land, wenn ich ihnen komplett jede Existenzberechtigung entziehen will in meinem Land, dann muss ich die römisch-katholische Kirche verbieten. Es gibt Beispiele von Ländern, die das eine Zeit lang geschafft haben. Und jetzt schauen wir mal eben in die Vergangenheit und sehen, welche Länder das waren. Das war zum Beispiel England im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert. Das war zum Beispiel die Kolonien von England, die dann Ende des 18. Jahrhunderts die Vereinigten Staaten von Amerika wurden. Aber in der Zeit, wo die Vereinigten Staaten von Amerika noch die 13 Kolonien waren, da herrschten 98% Protestanten über 1,8% Katholiken und 2% Juden. Da durfte man als Katholik kein öffentliches Amt bekleiden, also nicht in der Regierung sitzen, weil den Protestanten damals in den Kolonien deutlich war, die waren ja aus dem vom Antichristen beherrschten Europa verfolgt, geflohen, dass wenn man einen Katholiken in die Regierung beruft, er nicht treu ist an die Regierung des Landes, sondern er nur treu handelt gegenüber dem Papst. Also öffentliche Ämter bekleiden war für Katholiken verboten. Öffentlich Messe abhalten war verboten. Das Feiern von Weihnachten war verboten in den Kolonien. Und jedes Jahr zum 5. November hat man damals in den Kolonien einen Feiertag abgehalten und hat eine Strohfigur oder wie auch immer eine Figur des Papstes verbrannt in Andenken an den 5. November 1605. Remember, remember, the 5th of November, the Gunpowder Plot, a day never to be forgot. Um an den Schießpulverkomplott zu erinnern von 1605, wo damals das ganze protestantische Parlament samt König in England mit 36 Pulverfässern in die Luft geblasen werden sollte. In den Kolonien, da wusste man, was Protestantismus ist. In den Kolonien, da hat man sich geschützt gegenüber den Jesuiten. Nur, sie sind doch reingekommen. Wer darüber mehr lesen will, der muss sich das Buch anschaffen von J. Moss Ives, The Ark and the Dove. Ja, die Arche und die Taube. Das handelt nämlich von diesen zwei Schiffen, die in 1633 in England Segel setzten, um in die Kolonien zu gehen und da 1634 angekommen sind und den Grundstein gelegt haben für die Revolution, die Ende des 18. Jahrhunderts ausgeartet ist in die sogenannte Unabhängigkeitserklärung und den Unabhängigkeitskrieg und die Kolonien ein eigenständiges Land wurden, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und in den Anhängen zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika steht drin, in der Bill of Rights, da stehen ein paar wichtige Gesetze drin. Unter anderem steht da drin, dass es Religionsfreiheit gibt. Und diese Religionsfreiheit hat dafür gesorgt, dass die Gesetze, die gegen die Katholiken zur Zeit der Kolonialisierung, also als es noch die Kolonien waren, galten, dass diese Gesetze aufgehoben wurden. Also konnten Katholiken jetzt Messe halten, natürlich, und sie konnten auch in öffentliche Ämter eintreten. Und welche Folgen das hat, das sieht man, wenn man sich in die Welt heute anschaut. Wenn man sich meine Buchlesung von Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, anschaut, anhört, das Buch Rulers of Evil selbst liest und andere Geschichtsbücher in der Zeit selbst liest, und dann versteht man, dass man die Jesuiten wirklich nur loswerden kann, wenn man gleichzeitig die römisch-katholische Kirche vollständig von seinem Grund verbannt. Wenn man das nicht tut, dann ist es wie Unkraut, dass man ausrupft mit der Wurzel, aber eben einen Teil der Wurzel drin lässt. Und dieser Teil der Wurzel sorgt immer dafür, dass die Krankheit wieder anfängt zu wuchern. Wie ein Krebsgeschwür. Die römisch-katholische Kirche und der Jesuitenorden sind das schlimmste Krebsgeschwür
in der Gewissensfreiheit eines Christenmenschen. Das Staatswesen, welches die römisch-katholische Kirche und die Jesuiten nicht unbedingt fernzuhalten vermag, ist geliefert. Damit beschließt der Autor das Heftchen von 1903, Arthur Böttling, die Jesuiten und das Deutsche Reich, und damit beschließe ich die Lesung und Besprechung dieses Papiers. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.